Liebe Freunde, zuerst möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken, dass ich heute bei Ihnen sprechen darf. Und in meiner heutigen Präsentation werde ich mich mit dem Thema Rauchverbot in Kneipen in ganz Deutschland beschäftigen. Ich möchte meinen Beitrag mit der Bemerkung beginnen, dass das Rauchverbot in Deutschland ganz unterschiedlich umgesetzt wird. Von Bundesland zu Bundesland sind die Regelungen mehr oder weniger streng. Als erstes werde ich Vor- und Nachteile des Rauchverbots verfassen. Danach teile ich Ihnen die Situation in meinem Heimatland mit und spreche ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen. Und am Schluss stehe ich Ihre Fragen gern zur Verfügung. Als erstes fange ich an, über Vor- und Nachteile zu sprechen. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, um Nachteile zu Rauchverbot zu finden. Da ich selbst nicht Raucherin bin und persönlich keinen Nachteil erwähnen kann. Die Benennung der Nachteile, die ich gefunden habe, wird uns vielleicht etwas verwundern. Am Rauchen genießen manche Leute Geschmack und Geruch der Zigarette und dadurch überwinden sie ihren Stress und können sich gut entspannen. Dieses Verbot ist wirklich eine Ausgrenzung. Wir laufen Gefahr, dass die Raucher sich ausgegrenzt und sogar diskriminiert fühlen, als wäre es alles für die Nichtraucher gemacht und man kann sich nicht mehr als Raucher da befinden. Sie müssen raus und sie haben das Gefühl, dass sie nicht willkommen sind. Also, man könnte es sagen, aber das ist ein sehr schwaches Argument, weil es geht gar nicht gegen Menschen, sondern gegen Rauch. Der Rauch muss raus, nicht die Menschen. Das war der stärkste und der einzigste Nachteil, was ich dagegen gefunden habe. Bei diesem Gesetz geht es um die Gesundheit der Nichtraucher. Als Passivraucher müssen sie unfreiwillig den Tabakrauch einatmen und bekommen das Risiko für Lungenkrebs, Brustkrebs und Krebs anderer Organe. Außerdem verursacht Passivrauchen Atemwegerkrankungen und kann Kopfschmerzen auslösen. Bei einem rauchenden Mann bekomme ich persönlich Kopfschmerzen. Jetzt geht es um die Situation in meinem Heimatland. Armenien will schon lange an öffentlichen Plätzen das Rauchen verbieten. Rauchverbot in allen öffentlichen geschlossenen Räumen sowie Arbeitsplätzen und Fahrzeugen. Aber die große Masse von Rauchern ist gegen das neue Gesetz, weil sie sich rechtlos fühlen. Ich persönlich bleibe ganz fest der Meinung, dass das Rauchenverbot existieren muss, um das Leben der Gesellschaft zu kontrollieren. Höchstwahrscheinlich enthält dieses Gesetz eine gleichzeitige und absichtliche Auswirkung, nämlich die Anzahl der Raucher selbst zu senken. Das war meine Präsentation. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.